Hallo, grüß euch. Herzlich willkommen bei mir in Rohrendorf. Wir sind da im Kremstal in der Nähe von Krems an der Donau beim nahen Frischmarkt vom Herrn Gerald Ebner. Mein Name ist Michaela Heiß und ich betreibe den Markt für ihn. Wollt ihr vielleicht gleich mit reinkommen? Unsere Lieferanten kommen aus der eigenen Gemeinde oder aus der Nachbargemeinde. Einer unserer Hauptlieferanten ist der Bruckner Herbert. Der liefert uns täglich frisches Gebäck, alles rund ums Brot und Mehlspeisen. Aus der gleichen Gemeinde wie der Bäcker kommt auch einer unserer Fleischlieferanten, die Firma Zlabinger. Ein weiterer Lieferant ist die Firma Hellerschmidt aus Krems. Die produzieren alles, was so rund um die Marille bekannt ist. Marillen wachsen natürlich auch in Rohrendorf, Simbachauer Marillen. Und was besonders beliebt ist im Sommer, sind die prickelnden Sachen. Wir haben auch Frizzante. Könnte man so einen Lieferanten vielleicht mal besuchen? Lässt sich sicher einrichten, ja. Grüß Gott. Hallo Herbert. Hallo Miki, servus. Grüß dich, servus. Danke, dass wir vorbeikommen dürfen bei dir. Ich habe gedacht, wir schauen uns einmal deinen Betrieb ein bisschen an. Vielleicht dürfen wir auch hinten ein bisschen reinschauen. Schauen wir. Sind deine Mitarbeiter nur am Werken? Ihr produziert es noch? Wir haben ja auf 3 Schichten produziert, ja, ein paar sind noch da. Wann fangen die ersten an in der Früh? Um Mitternacht. Und das ist ein neu entwickeltes Produkt, da habe ich 4-5 Backversuche gebraucht. Das ist ein Dinkel-Ciabatta. Das ist ein ganz weicher Teig. Also auf 1 Kilo Mehl kommen 85 Decker cool. Wasser. Man kann auch Geschmack auf natürliche Weise herstellen. Dann muss man halt dann dem Brot und dem Gebäck ganz viel Zeit geben. Dann wird es erst gebacken und ergibt dann ein ganz super flaumiges Lang. Ja, ist herrlich. Das bleibt wirklich lang frisch. Das sind solche sogenannten Etagenöfen, wo die Hitze von oben und von unten auf das Brot oder das Gebäck abstrahlt und dadurch ergibt sich dann außen auch eine gute, saftige Kruste. Ja. Und es bleibt ganz lange saftig. Also so ein Natursauerteigbrot kann man sicher 3-4 Tage wirklich ganz verzehren, sodass wirklich die Tagesfrische gegeben ja. ist. Diese Marke aus dem Dorf finde ich ganz wichtig, weil man soll einfach näher zusammenrücken in Zeiten der Globalisierung. Und da ist es ganz wichtig, aus der Region oder wirklich, wie es bei uns ist, aus der Heimat unsere Produkte zu kaufen und dass man auch weiß, wo sie herkommen. Ja. Deine Faschingskrapfen gehen wirklich über alles. Ja, auf die warten die Leute dann auch schon wieder. Es gibt günstigere, aber es gibt keine besseren. Auf keinen Fall. Herbert, vielen Dank für deine Zeit, die du dir genommen hast. Ich danke auch für euer Interesse. Wir werden jetzt wieder weiterfahren und auf weiterhin so schöne Zusammenarbeit. Danke, danke sehr. Ja, wir machen jetzt einen kurzen Abstecher über den Weinberg und der nächste, den wir dann besuchen, oder der, den wir dann besuchen, ist der Matthias, der den grünen Veltliner und dann Muscatella ins Geschäft liefert. Ja, da wächst der grüne Veltliner Heimat von mir. Bei der Terrasse ist so, so breit, was der Keller ist, so weit hinauf gingen die Terrassen in der Breite. Jetzt sind wir in dem Bereich, wo wir die Blätter in der Traubenzone ein bisschen entfernen, dass wir erstens Luft, Sonnenlicht reinbekommen und dadurch, man sieht hier an der Traube, ist eine schöne, lockere, gesunde Traube, die was hervorragend heranwächst. Umso gesunder das ganze Material ist und die Trauben sind und die Blätter, ja. umso mehr Photosyntheseleistung habe ich, umso besser werden die Trauben und der Wein. Wie siehst du das jetzt als Lieferant für uns, für diese aus dem Dorfprodukte? Ich finde das auf jeden Fall eine super Geschichte, dass das so lokal funktioniert und bei dir im Geschäft wirklich meine Weine, muss man auch ehrlich sagen, in einer Top-Position platziert sind. Und das stärkt natürlich auch meine Marke, meine Weine. Eine Hand stärkt die andere. Danke, dass wir bei dir vorbeischauen durften. Danke Gerne. Für die kurze Führung und wir fahren wieder weiter zum nächsten. Wir besuchen den Markus. Gerne, hab mich gefreut. Dankeschön. So, dann schauen wir, ob der Markus kurz Zeit hat für uns. Hallo Markus, grüß dich. Hallo Michi, grüß Servus. Dich. Servus. Danke, dass wir bei dir vorbeischauen können. Ich freue mich schon, wenn du uns ein bisschen was sagst. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Ich freue mich, dass du mich besuchst. Und ich hätte gleich geplant, dass wir vielleicht gleich in den Marillengarten Das fahren, ist oder? Perfekt, ja. Sehr herrlich. Die haben zum Beispiel da ganz eine wunderschöne rötliche Färbung. Und manche schmecken einfach herrlich. Natürlich, jetzt sind wir in der Reifephase drinnen. Das ist jetzt wirklich das Schönste.
Ein Traum. Verzicht halt hauptsächlich auf chemischen Spritzmittel. Ich möchte das Obst selber auch essen. Und nicht nur verkaufen. Wenn man die vom Boden haben, weil die sind am reifesten. Die habe ich am liebsten. Die sind am liebsten. Ja. Genau. Nachdem wir schon relativ lang die Weine von dir im Geschäft haben und den Marillennektar. Und jetzt probieren wir mal, wie es mit den Marillen ausschaut. Vielleicht schaffen wir da einen ähnlichen Durchstart. Die Menge wäre ja vorhanden, ja, oder? Die Menge wäre auf jeden Fall da. Die Lieferzeit ist 2 Minuten vom Baum zum Geschäft. Ich könnte mit der Scheibe drüber hin. Ja, stimmt. Und dafür gibt es auch den nahen Frischler, der vorher hin und sagt, okay, ich hole mir jetzt eine Flasche Wein oder ich hole mir ein halbes Kilo Marillen oder 2 Äpfel. 5 Mädel für die Familie. Ja. Das ist ja der Sinn der Sache. Ne? Vielen Dank. Ja, danke für deine Zeit. Herrlich. Und ich werde einfach anrufen, wenn wir wieder Bedarf haben. Ja. Wunderbar, danke, Markus. Vielen Dank, dass ihr mich begleitet habt. Es war ein schöner Vormittag mit euch. Mir bleibt jetzt nur mehr, euch Pfiat euch zu sagen und vielleicht sehen wir uns bald wieder mal. Ciao!